Heike Hensel für die Linke. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke hat heute diese Aktuelle Stunde beantragt im Vorfeld des EU-Gipfels, der am Ende der Woche stattfinden wird, weil die Bundeskanzlerin sich schlicht geweigert hat, im Vorfeld eine Regierungserklärung zur Politik dieser kommissarisch geführten Regierung im Europäischen Rat abzugeben. Obwohl es gewichtige Themen gibt, Militarisierung der EU, die Folgen von Brexit-Verhandlungen, vieles steht auf der Tagesordnung, und wir halten das für einen Skandal, dass die Kanzlerin sich weigert, hier dem Bundestag Rede und Antwort zu stehen. Und deswegen haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Diese völlige Missachtung des Parlaments macht die Linke nicht mit. Und uns wundert schon etwas, dass die anderen Fraktionen, auch als wir gefordert haben, bereits letzte Woche eine Sondersitzung durchzuführen, dass die anderen Fraktionen da so verhalten sind. Sie sprechen immer von der Stunde des Parlaments, vom Herz der Demokratie. Wenn es darauf ankommt, dieses mit Leben zu füllen, ist nicht viel da. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis auch dieser Fraktionen hier. Und ich frage mich schon, ich kann hier für meine Fraktion sprechen, wofür hat eigentlich die Bundeskanzlerin Angst? Warum verweigert sie sich, dem Deutschen Bundestag Rede und Antwort zu stehen? Für meine Fraktion kann ich sagen, wir halten dieses Wegducken von Frau Merkel für unerhört. Und es zeigt einmal mehr, ihre Zeit ist abgelaufen. Die Methode Merkel, alles auszusitzen, hat sich überlebt. Wir haben viel zu diskutieren zu Europa. Morgen sind es 10 Jahre, dass der Vertrag von Lissabon unterzeichnet wurde. Die Linke hat von Anfang an sich gegen diese Verträge von Lissabon gewandt, weil wir davor gewarnt haben, es gibt eine undemokratische, militaristische Europäische Union. Wir wurden von vielen hier belächelt. Militarisierung und so weiter. Es gibt gar keine militärischen Strukturen. Ja, aber jetzt ist es soweit. Und ohne das Einvernehmen mit dem Bundestag herzustellen, hat jetzt eine kommissarische Regierung gestern einer Aufrüstungs- und Militärunion zugestimmt. Wir halten das für einen Anschlag auf die Rechte des Bundestages, einen Anschlag auf die Demokratie und einen Anschlag auf die friedliche Außenpolitik. Denn es wird deutlich mehr Geld geben für Aufrüstung, jährliche Erhöhung für Aufrüstung, sehr viel mehr Geld für Rüstungsforschung und auch ein sogenannter Verteidigungsfonds soll eingesetzt werden. Und das alles quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir werden deswegen auch rechtliche Schritte prüfen. Und ich kann Ihnen sagen, es war ja nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht die Missachtung durch die Bundesregierung, die Missachtung der Rechte des Bundestages rügen musste. Was Sie hier auf die Schiene setzen wollen, ist ein Einstieg in eine sogenannte Verteidigungsunion. Verteidigung, denke ich, ist hier der falsche Begriff. Wir sehen das eher als eine EU mit globaler Kriegsführungsfähigkeit unter deutscher Hegemonie. Und dagegen wird die Linke immer antreten. Das machen wir nicht mit. Ihr Europa ist ein Europa des Krieges und der Aufrüstung. Und Sie bringen dieses Militärprojekt auch noch voran, weil Sie der Meinung sind, dass die Menschen darauf warten und dass dieses neue europäische militärische Projekt ein Zukunftsprojekt wäre, eine Antwort auf die große europäische Skepsis. Aber was Menschen brauchen hier in Europa, ist soziale Sicherheit. Sie warten nicht auf eine Militärunion. Sie wollen eine Alternative zu diesem neoliberalen und militaristischen Europa, sozusagen einen Plan B. Und das heißt nämlich eine Antwort auf die große soziale Krise und die sozialen Ungleichheiten in Europa zu geben. Und ich glaube auch nicht, dass die Gründungsmütter und Väter sich vorgestellt haben, dass auf die Versöhnung über den Schützengräben von Verdun jetzt eine neue Aufrüstungsunion folgt. Wir
Wir, die Linke, wollen ein soziales und friedliches Europa der Menschen. Und dem stehen die jetzt geplanten Militärausgaben, der Aufbau einer neuen Rüstungsindustrie in Europa fundamental entgegen. Wir brauchen keine Militärunion. Wir brauchen die Wiederherstellung des Sozialstaats in Europa. Das ist ein Zukunftsprojekt. Vielen Dank, Heike Hensel. Nächster Redner, Jürgen Hart. Für die